Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Wir sind auf Atros, glaube ich, heißt der Planet, und da in dieser Mine drin haben festgestellt, ja, dass die Imperialen, das war ja auch schon von vorher klar, die Kontrolle übernommen haben, Gefangene genommen haben, die hier alles arbeiten, als Sklaven verwendet werden, um da zu arbeiten. Und ja, wir haben die Anlage gesprengt, das Ding geht bald in die Luft wahrscheinlich. Und wir müssen jetzt hingehen und, wie heißt's, die Gefangenen befreien. Jetzt haben wir zwei Wege. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Da geht's nur da weiter. Ah, okay. Ja, da kommen wir gar nicht groß weiter. Nur eine verschlossene Tür. Dann ist klar, wo wir weitergehen. Und zwar hier lang. Mist. Wow, habt ihr das gesehen, wie das sich der umgedreht hat? Ganz ehrlich, Leute, das Umzingeln, das könntet ihr hier relativ einfach machen. Wow, wir haben fast... Bei diesen heftigen Dings, wo wir auch so Probleme gehabt haben zu treffen, aber die haben uns auch nicht getroffen. Sturmtruppe gegen Sturmtruppe, haha. So, von da kamen wir. Und ich denke, das sind alles Zellen wahrscheinlich, oder? Da unten sind auch noch irgendwelche Gänge. Halt, oder ich schieße. Wer schießt denn da eigentlich noch? Ach, da oben. So. Das Gute ist, wir haben fast keine Munition mehr. Naja, der hat ein bisschen was noch gehabt. Oh, wow, 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 wow. Was war das? Oh, wow, 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 wow. Das waren aber eine ganze, ganze Menge. Und es gibt noch weitere. War da nicht noch irgendwo einer? Das ist jedenfalls der Anfang. Ah, da bist du hingegangen. Da ist er hingegangen. Okay. Also das hier war auf jeden Fall mal eine Zelle. Und wenn er jetzt schlau gewesen wäre, hättet ihr einfach die Zelle zugemacht. So, aber da war nichts drin. Oh, wenn man das sieht, das sind alles wahrscheinlich Zellen und ganz schön ein hoher Turm, also boah. Okay, mit euch kann man anscheinend nichts machen.
Was machst du da? Okay, das gefällt mir jetzt nicht. Ich glaube, ich habe da eine andere Idee, wie es, was wir machen. Hey. Ich meine, die bewegen sich knien vorwärts, also wie wenn wir jetzt so hier uns ducken und gehen. Aber das sieht so irgendwie so krass aus. Sind auch noch mal Leute. Hinter ihm. Kann ich die? Doch, konnte ich. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin in solchen Spielen echt nicht mehr gut. Ich war früher mal... Hatten wir da nicht noch einen Schuss? Nee. Ich war... Wahahaha. Wow. In solchen Spielen war ich früher richtig gut mal gewesen, aber mittlerweile, naja, man sieht's ja. Mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Na, da ist, ich wollte doch gerade sagen, da ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Aber jetzt ist, glaube ich, Ruhe. Da geht's noch mal weiter. Ja, und das war's. Ich glaube, wir sind auch ganz oben angelangt. Wahrscheinlich müssen wir ganz, ist wahrscheinlich ganz oben die, wie heißt das? Die Kontrollturm, und da müssen wir wahrscheinlich die ganzen Dinger aufmachen, die ganzen Zellen, die es gibt. Keine Bewegung. Halte dich. Hallo? Da ist deine Waffe runtergefallen. Ist ja super. Ich glaube, wir haben schon wieder fast keine Schuss mehr. Was war das? Er muss umzingelt werden. Ernsthaft jetzt? Ich habe echt keine Waffen mehr. Schuss. Boah, das ist ja nichts. Und auch von Dings her. Na, guck mal, da haben wir noch Leute drin. Ach du Schande. Oh, endlich ein bisschen mehr Schuss hier.
Sieht doch schon wieder ein bisschen, ganz kleines bisschen besser aus. Sehr schön, wir können die ganzen Leute befreien. Gefangenenaufstand! Müssen wir jetzt wieder da zurück? Anscheinend. Warum gehe ich nicht richtig in Deckung? Achtung! Danke, dass wir uns hier rausgeholt haben, Kommandant. Aber es ist noch nicht überstanden. Ich dachte, wir könnten von hier verschwinden, aber die Haupttüren sind verschlossen. Wir haben hier einige Waffen gefunden, aber kamen von der Frachtrampe aus nicht weiter. Nur der Commander des Stützpunkts hat Zugriff auf die Türsteuerung. Wenn Sie ihn finden und überzeugen können, die Türen zu öffnen, haben wir eine Chance. Wir halten sie möglichst lange auf, aber sie müssen sich beeilen. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Überzeugen. Rettung der Minenarbeiter durch deren Freilassung und Basiskommander festnehmen und zum Öffnen der Türe zwingen. Boah, sind das viele. Ich habe einen. Neugier. Hätten wir da vielleicht draußen noch mal ein bisschen mithelfen können? Sollen? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe, es ist nicht so spät, wenn ich mich erstmal ein bisschen hier vorbereite. Weil wie es aussieht, müssen wir ja da rausgehen. So. Ja, jetzt sieht es doch schon viel, viel besser wieder aus. Wo sind wir rausgekommen? Da sind wir rausgekommen, richtig? Ja, ich glaube, da sind wir rausgekommen. Gut. Schauen wir mal, was wir hier noch alles haben. Da ist noch eine Tür. Das könnte der Basiskommandant sein. Und es ist wahrscheinlich dann der Rückweg mit ihm. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und danach verschwinden wir mit den Thai-Dinger. Oh, wieder volle Munition. Das ist ja richtig klasse. Und hier hätten wir noch mehr Munition. Also an Munition mangelt es gerade momentan nicht wirklich. Ich schätze, wir sollten da nach oben gehen. Oder da nach oben. Ah. Gute Frage. Nee, zu den Thai-Dingern wollen wir natürlich nicht. Oder wollen wir mit dem Thai fliegen? Wäre doch auch eine schöne Fluchtmöglichkeit, oder? Wie kommt man jetzt hier weiter? Ich hätte gesagt, hier kommen wir weiter. Da waren wir doch schon.
Genau, das ist da, wo wir das Ding aufgemacht haben. Okay. Und ich würde sagen, hier kommen wir durch die Lüftungsschächte weiter. Wahrscheinlich lassen wir uns dann auf den Dings runterfallen. Zum Kommandanten direkt runterfallen. Wie schön, dass es auch in Lüftungsschächten Aufzüge gibt. Wow. Okay, dann müssen wir wohl hier auch runter, ha? Huh? Naja, war vielleicht keine so die beste Idee. Ich habe gedacht eigentlich, dass es so tatsächlich ein Lüftungsschacht ist, aber das Ding hat sich ja nicht gedreht. Hätten wir den noch irgendwie anschalten können? Oder schaltet er sich automatisch an und man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, um runterzuspringen? Oder man muss von dem Ding zu dem Ding hüpfen. Ja, so irgendwie in der Richtung, nur ohne zu sterben. Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Hoppla. Hm. Also richtig geklappt hat es ja aber auch nicht. Vielleicht haben wir da tatsächlich noch irgendwas vergessen. Wie gesagt, von da nach da zu hüpfen. Das scheint es aber auch nicht der Dings zu sein. Hm. Oder ich stelle mich einfach nur blöd an. Das ist auch möglich. Oder gibt es da doch noch irgendwo irgendetwas, was wir machen können? Ich glaube nicht, oder? Also ich wüsste im Moment nicht, wie es weitergehen sollte, wenn man das nicht macht. Weil hier kommen wir ja nur wieder runter und da waren wir schon. Wir können natürlich die einzelnen Zellen noch anschauen. Aber das bringt sie auch nicht. Oder habe ich da tatsächlich irgendwo noch irgendwas vergessen, dass man die Lüftung vielleicht doch anmachen könnte. Und dann haben wir den Propeller da und der uns einen Auftrieb macht. Und die Tür war ja auch zu. Die ist weiterhin zu. Hm. Nee, also hier nicht. Hier oben vielleicht doch noch was? Ja, guck mal, das ist dieses Lüftungsding hier. Okay, man kann tatsächlich noch was machen. Man muss sich noch ein bisschen umschauen. Muss ich nur hier irgendwie wieder rüberkommen.
Das waren die Zellen. Ja, manchmal erkennt man halt nicht wirklich, was man jetzt aktivieren kann. So, jetzt läuft das Ding hier. Und jetzt sehen wir, wir haben Aufwind. Und mit ein bisschen Glück kommen wir jetzt dann da runter. Guck, jetzt sieht man auch, dass da ein Auftrieb ist und wir springen und sanft gleiten wir nach unten direkt in den Propeller rein, der uns zum Moos verarbeiten wird. Haha. Nein, ich denke mal, wir kommen da noch vorher ein bisschen, genau. Das sieht ja krass aus. Das ist das Bergwerk und das sind die Kristalle, die da so leuchten. Und wir sind direkt jetzt ganz unten. Und wir haben ein Geheimnis entdeckt. Sehr schön. Lohnt sich doch ab und zu mal auf die ganzen Dinger zu schießen. Okay, der einzige Weg, den wir haben, führt jetzt hier lang. Mit diesen kleinen Nagetieren. Du lebst immer noch. Mann, bist du hartnäckig. Wobei, es waren drei, glaube ich, gewesen. Das war das Problem. Wir sind wieder in so einer dunklen Höhle drin. Ich liebe es ja. Ich dachte, ich hätte das letzte von diesen Dingern gesehen. Hallo? Ich glaube, ich habe immer die... Ich habe, glaube ich, genau immer zwischen den Beinen durchgezählt. So, rechts oder links? Ist, glaube ich, relativ egal. Wir haben Batterien aufgenommen, sehr gut. Jetzt haben wir schon wieder nach rechts oder links. Nee, ist egal, hier geht's weiter. Unsere Batterien gehen bald zu Neige. Batterien, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist, aber es geht auf jeden Fall nach oben. Ach, verflucht. Das Problem ist, wenn ich so mache wie hier, haben wir auf einmal so haufenweise von diesen Viechern hinter uns. Und dann können wir nicht mehr stehen bleiben. Vielleicht brauchen wir auch gar kein Nachtsichtgerät. Eigentlich ist es fast schon hell genug, oder? Mann!
Diese Viecher sind sehr zäh. Diese Viecher sind sehr zäh und jetzt habe ich mich komplett verloren. Habe ich mich komplett hier drin verloren. Ha, wir sind wieder direkt am Anfang. Aber wir haben schon ein paar von diesen Viechern erledigt. Boah, ich hasse diese blöden Tunnel, die da so sind. Aber ich glaube, wir waren schon relativ nah dran. Nur, dass wir halt dann so viele von den Viechern hatten. Und dann sind wir nicht mehr da richtig weitergekommen. Na gut. Diesmal sieht es besser aus, ich habe ja schon einige erledigt und ich glaube, man kommt auch ohne Nachtsichtgerät ganz gut voran, dass man es nur ab und zu mal verwendet. Das Problem bei den Dingern sind halt, die Energieversorgung geht halt irgendwann zur Neige und dann hat man ein Problem. Na gut, bis zur nächsten Folge, macht's gut. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.